Oh, wir werden heute Abend mit Kanais Etiana in der Kapitänskajüte schmeißen. Seid da. Oh, was gibt es denn Leckeres? Werden wir erfahren. Wir müssen sehen, was wir noch haben. Und dann ist er die Treppe runter. Ja, wenn du unten angekommen bist, kannst du sehen, dass die Tür der Kombüse offen steht und du siehst als erstes das Holzbein von Hasswolf und kannst ihn dann auch poltern hören, wie er wohl da irgendwie schallend lacht. Und dann wohl gerade irgendwie einem der, wahrscheinlich ist es Herr Hilbert, der klopft da gerade auf seine fettige Schulter. Und du kannst sehen, wie da irgendwie so ein Hühnchen von Celci und Spinola aus der offenen Tür dann nach draußen läuft und gackert um dich herum. Und dann irgendwo auf dem Batteriedeck zwischen den Kanonen verschwindet, wo es dann von den Maulwürfen gesucht wird. Abenteuer, komm rein. Siehst du diesen Abenteuer. Gewaltigen Thunfisch, den ich gerade nach oben gezogen habe? Ist der herrlich oder was? Ist der riesig. Der ist wahrlich gewaltig. Guter Fischgründe. So, wann segeln wir wieder weiter? Haben wir mittlerweile einen Kurs oder eine Idee oder was wollt ihr jetzt? Prios Tank ist das nächste Ziel. Also jetzt erstmal einfach jetzt in Richtung Westen, ja? West-Nordwest, denke ich. Ja, dann müsst ihr das auch sagen, wenn ihr wisst, wo es hingeht. Wir können halt in jede Richtung segeln, weil wir halt nichts sehen. Der Navigator wird uns führen. Dann müssen wir den Stern vertrauen, machen wir das so. Und sobald wir die Maraskan-Kette sehen, können wir auf Sicht navigieren. Erstmal kommt der Sturm. Ja. Kapok sagt irgendwas von 2 Tagen. Gut, dann... Es hat noch keine Eile, aber lass die Mannschaft schon mal die Sachen festbinden. Besonders die Geschütze. Ja. Sollen wir die verzorn und runterholen? Ja, aber sehr. Und auch. Und das Deck ist ja gut in Ordnung. Dank eures wachsamen Auges, aber nochmal drüber schauen, ob da nichts mehr rumliegt. Ja. Ach ja, Hilbert, haben wir noch eine Sau über? Eine Sau? Hey, Geigenstein! Er meint dich? Halt die Schnauze. Einer zum Schlachten, ihr Kanalien. Nee, schon lange nicht mehr. Also wir haben halt noch ein bisschen Trockenfleisch, aber... Denkt euch irgendwas aus, dass der Captain heute Abend vernünftig essen kann, ja? Irgendwas Frisches. Wie viele Personen denn? Ja, okay, dann machen wir halt für irgendwelche Personen. Ist okay, kriegen wir schon hin. Wir machen einfach eine Suppe oder sowas. Da kann sich dann jeder was rausnehmen, was er will. Ja, dann könnt ihr im Prinzip wieder nach oben gehen oder andere Dinge tun. Da wollt ihr noch weiter unterhalten. Nicht wirklich unterhalten, aber ich wollte noch einmal zu den Zimmermannfrauen gehen, in der Hoffnung, dort Angroschminia zu treffen. Ja. Vorher wäre ich aber noch in den gesicherten Frachtraum gegangen und hätte den Beutel mit Edelsteinen, den wir geplündert haben oder mitgenommen haben, dort untergebracht, mit Ausnahme von einigen Edelsteinen im Wert von ungefähr 20 bis 50 Dukaten, schöne kleine Edelsteine, die ich mitgenommen hätte, mitsamt einem kleinen Beutel an Dukaten, den ich noch aus meiner eigenen Tasche habe. Ja, also die Steine haben alle eine Farbe, also sie sind halt alle weiß, sind dann eben Diamanten bzw. Adamanten. Ja, okay, dann ungefähr alle gleiche Größe, damit man ja im Grunde was Schönes draus machen kann. Ja. Angroschminia, seid ihr hier drin? Hier bin ich. Ja, was kann ich für euch tun? Ja. Seid ihr gerade beschäftigt? Ich bin immer beschäftigt. Gibt immer irgendetwas zu schmieren. Du kannst auch sehen, wie sie wohl gerade einen riesigen Eimer mit irgendwie Tran oder sowas in der Hand hat. Und stellt den dann vor sich ab, schiebt dann wohl irgendwie 2 andere Arbeiter dann hin und her und gibt den dann kurz angebundene Aufträge. Schickt den dann zum Magazin. Ja, was soll ich denn für euch tun? Es hat auch keine Eile. Es hat auch keine Eile. Hier, ich lege die 2 Beutel auf einer der Werkbanken. In dem einen sind einige der Steine drin, die wir auf im Vulkan vom Surak haben und anderen Gold, das ich selbst angespart habe. Was soll ich machen? Wenn man das Gold ein bisschen einschmilzt, kann man vielleicht ein schönes, ein Amulett, eine Krone. Eine Krone wohl eher nicht, aber ein Amulett klingt schon gut. Ich wollte meiner guten Rascha noch was mitbringen, wenn ich so gesehen habe, wie Boltax dich behandelt hat und dass er dir einen schönen Stein geschenkt hat, wird wohl die Schokolade nicht reichen für eine solch lange Zeit, die ich von ihr getrennt war. Tja, soll es denn was sein für die Hand oder für den Hals oder soll es irgendwas zum Hinstellen sein? Sonst könnte ich auch sowas wie einen Kerzenleuchter daraus bauen. Fiel mir gerade spontan ein. Ich glaube, eine Halskette, wie nennt man das? Diese ganze verschiedenen Schmuckarten haben ja auch ganz unterschiedliche Namen.
Heißt das so? Nein, große. Hat sie denn große Oberweite? So wie ich? Ja. Ich würde sagen, noch um ein Vielfaches größer als du. Ja, Gibt es denn die Möglichkeit, das ein wenig anzupassen? Also, dass wir das ein bisschen größer machen und man das dann irgendwie im Nachhinein noch ohne viel Aufwand... Nö, ich kann daraus dann erstmal Ketten fertigen. Gerade wenn das dann eine Halskette wird oder so, dann spiele ich einfach noch neue Ketten dazu. Die werden dann später eingehakt. Das geht auch. Das kriege ich hin. Ja, das würde wunderbar klingen. Und reichen die Steine hier dafür aus? Naja, also ich kann daraus erst einmal was machen und wenn ihr sagt, es soll größer werden, dann wird es größer. Aber dann brauche ich eben mehr Steine. Ich arbeite die erstmal so auf und wenn ihr dann sagt, ich soll Kettenglieder rausnehmen, dann nutze ich das auch, weil sie dann zu groß geworden ist. Das ist natürlich wunderbar. Ich danke dir vielmals, Angroschminio. Ja, sehr gerne. Ja, Diamant, du denkst gerade zurück an deine Frau Raspatana und hat sie überhaupt einen Hals? Ja, dann wird sie das irgendwie um die Schultern tragen oder was weiß ich. Stimmt, gut aus. Sie hat ja große, breite Schultern zum Anlehnen. Egal, was Angroschminio da macht, ich bin überzeugt, es wird gut aussehen. Ja, das war's. Ich würde dann noch ein bisschen in deren Kajüten verbringen und eine von den Balestrinas, die wir aus Al-Anfa haben, von dem Giftfürsten. Ja, von Horun. Genau, ummodifizieren, damit die ebenfalls wie meine eigene Balestrina mit Bolzen schießen kann. Und ich dann zwei Balestrinas habe, aus denen ich auswählen kann. Ja, dann bauen wir doch mal eine Fingerfertigkeit oder Mechanik oder was wollen wir würfeln? Feinmechanik. Geht über Feinmechanik. Feinmechanik. Genau. Da gibt es auch Regelungen zu, das haben wir ja bereits einmal gemacht. Ich muss mehrere Proben würfeln und insgesamt 30 Punkte ansammeln. Und je nachdem, wie viele Proben ich würfeln muss, um die 30 Punkte anzusammeln, desto länger dauert das auch. Ja, okay. Dann würde ich einfach sagen, du hast 2 Tage Zeit und könntest dann, ich glaube, eine Probe oder sowas, 4 Stunden oder wie lange dauert eine Probe? 4 Stunden ist bei magischen Belangen sonst eine Zeit anhand, also 2 Stunden. Okay. Bei einer Probe. Ja, kannst du auch mal würfeln. Wie gesagt, Zeit hast du erstmal genug. Das wird höchstwahrscheinlich gelingen, wenn du keinen Patzer hast. Sonst fliegt dir der Bolzen um die Ohren oder eben in deine Brust, was du auch schon kennst. Ja, ist natürlich warum sehr eigenartig. Warum friemelst du an dem geladenen Ding rum? Das ist natürlich sehr eigenartig, warum weil ich es, an die geladenen Weil es unglaublich rumfriemel. Männlich ist, mit einer geladenen Balestrina herumzuspielen und die dann währenddessen... Du musst es ja auch ausprobieren. Ja, genau. Angroschminio ist auch da. Ich muss ja ein bisschen Eindruck schinden. Ich glaube, wenn er nicht patzt, dann tut er so etwas unglaublich Dummes nicht. Und wenn er patzt, dann hat er es verdient und das ist eine plausible Erklärung. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine... Also halt ob er es verdient hat, ist gar 19, keine Unterhaltung wert. 19 da ist einfach Sternchen drauf. Übrig, ne? Dann passiert sowas halt nicht. Ja, ich brauche da auch nicht allzu lange für. Ist ja bereits eine vorhandene Balestrina. Ich modifiziere die ein bisschen um, baue den Schaft aus, mache den ein bisschen breiter und packe dann auch den Platz für das Puder, sodass das mit dem Bolzen dann problemlos schießen kann. Das und in 4 Stunden... In 4 Stunden ist das dann alles gemacht. Genau. Die Waffe besteht ja im Groben immer aus einem Verschluss und der Verschluss ist die Waffe und der Rest ist irgendwie Holz und Spielzeug. Aber der Verschluss macht immer eine Waffe aus. Immer. Gut, Rafim ist weiter beim Schnitzen von Holzpferdchen. Währenddessen du hast verschiedene Hölzer bekommen. Deine Kajüte quillt über davon und was machst du sonst noch so? Ja, ich würde damit beginnen, Mannschaftsmitgliedern Holzpferde zu schenken. Nicht um sie loszuwerden, sondern weil ich die so gern habe. Ja, würfel mal eine Holzbearbeitungsprobe. Ja. Also, das sind halt immer die gleichen Motive, aber das Pferd könnte ja weiter und weiter perfekt werden. Und irgendwann bist du halt der Typ mit dem Holzpferd. Vielleicht ist das auch mal ein Titel wert oder sowas. Auf ihm der Hölzer, ne? Der Holzkopf, ja. Ja, oh. Die Pferde sind von solider Qualität, das ist schon richtig gut gearbeitet, also so Qualität von nicht ganz Meisterarbeit, aber also schon besser als Lehrling, ne? Und da kann man viel Zeit mit verbringen, gerade wenn du dir auch Zeit lässt, das Schiff schwankt so ein bisschen, du kannst immer wieder ein paar Rufe hören von den Segelleuten, die über dir dann irgendwas flicken, irgendwas, was runterfällt, irgendjemand, der aus dem Magazin herauspoltert.
Teilweise sitzt er dann nicht nur an deiner Kajüte neben Mira, tätschelt ihr den Kopf, sondern sitzt dann irgendwie auch an der Reling oder so und lässt deine Beine ein bisschen baumeln oder was man dann eben so macht oder gehst dann so ein bisschen übers Deck und währenddessen immer schnitzen, schnitzen, schnitzen. Wenn du eins fertig hast, dann gibst du es dann noch an den nächstbesten Matrosen, der irgendwie gute Arbeit gemacht hat. Irgendwie an die Maulwürfe oder an irgendwelche anderen Zimmermänner und Frauen, die sich dann eben besonders darüber freuen auch und das begutachten und denen auch Tipps geben, wo man das nächste Mal noch ein bisschen anders ansetzen könnte, aber die freuen sich auf alle Fälle. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sulamin, was möchtest du noch tun? Ich würde gerne Yalan abpassen. Ja, geht relativ leicht, der kommt gerade aus der Küche zurück. Yalan, wir haben noch ein wenig Zeit bis zum Essen. Hättet ihr Zeit für ein Gespräch unter vier Augen? Noch eine. Ja gut, komm mit. Wenig später in der Kapitänskajüte. Dann setzt sich an auf Aramirs Schreibtischstuhl und schenkt erst noch einen guten Bosporania ein. Danke. Worum geht's denn? Und bitte sag mir nicht die Priesterkaiser Nur Alexakrad oder was das nun schon wieder war. Nein, ich war nicht in Garret. Zumindest nicht sehr lange. Dazu kann ich nicht viel sagen. Es ist... Nun, vielleicht habt ihr es schon wieder vergessen, aber es nagt ein wenig an mir. Ich wollte mich entschuldigen. Ich hätte nicht sagen sollen, dass euch euer Praios-Glaube nur wieder eingefallen ist, weil ihr nicht nach Idas wolltet. Macht euch nichts draus. Nun, ich hoffe, dass dieser Ausflug nach Chilaskan helfen wird. Ich denke nicht. Ich hadere schon länger mit den, sagen wir, Prinzipien der Praios-Kirche, wie sie von Garret ausgeführt wird. Und ich fürchte, dass ein Abstecher nach Chilaskan nicht unbedingt das Beste ist, was man dann tun kann. Nichtsdestotrotz ist Praios auch mein Gott und seine Heiligen zu sehen ist, wenn nichts anderes, zumindest ein Dienst an ihm. Sulamin mustert ihn interessiert. Es steht mir nicht zu, über euren Glauben zu urteilen, aber ich glaube, ich verstehe, warum ihr euch gerade Fex zugewandt habt. Ja, man zieht deine Augenbraue hoch. Wisst ihr noch? Bitte? Wisst ihr noch, was Lucan Quesada euch geantwortet hat, als ihr ihn gefragt habt, was sein Geheimnis ist? Nicht im Wortlaut, aber seine Aussage war im Grunde, dass er die Stärke für seine Stärke in sich selbst fand. Gottvertrauen, Yalan. Seine Antwort war Gottvertrauen. Ja, und wir wissen alle, was das bedeutet. Wissen wir das? Lasst mich ein wenig ausholen. Ich denke, ihr habt an jenem Tag in Mendena nicht nur eure Hand verloren, sondern das Vertrauen darauf, dass Praios stets auf eurer Seite ist. Wisst ihr, ihr habt die gesamte Praios-Kirche gegen euch aufgebracht. Aber das ist es nun doch wirklich eine Übertreibung der Tatsachen. Einen nicht unwesentlichen Teil. Aber ihr habt recht. Ich denke... In Al-Anfa und Fasar hat man euch doch noch willkommen geheißen. Aber das ist nicht mein Punkt. Egal, was die anderen Praioten über euch gedacht haben, Praios hat euch nicht verstoßen. Er hat weiter zugelassen, dass ihr mit seiner Stimme sprecht und seine Wunder tut. Er hat für euch immer alles zum Guten gewendet. In der Schlacht der drei Kaiser seid ihr ins Drachenfeuer hineingeritten. Und was hat Praios getan? Praios hat seinen lebenden Heiligen geopfert, damit ihr leben könnt. Hat er das? Hat Albuin sich selbst geopfert, damit ich leben kann? Macht das einen Unterschied? Am Ende des Tages vermute ich nicht. Aber die Götter helfen denen, die sich selbst helfen, Sulamin. Und niemandem sonst. Wenn wir wollen, dass ihr Werk getan wird, müssen wir selbst verrichten. Ja... Nun, jedenfalls, ich denke, dass das der Grund ist, warum ihr euch gerade Fex zugewandt habt. Ihr glaubt nicht mehr an Geschenke. Mit dem Listenreichen muss man verhandeln. Seine Hilfe gibt es nicht umsonst.
Gabe und Gegengabe. So ist das Prinzip. Wenn ihr ihm ein Versprechen gibt, gebt ihr euch auch etwas. Darauf könnt ihr euch einlassen. Rex und Teuer sind zwei Seiten derselben Medaille. Ein bisschen so, wie Maraskana es mit Ruhr und Gor sehen, die ja auch manchmal unterschiedlich und manchmal dasselbe sind. Versichere euch, zugewandt oder abgewandt habe ich von niemandem. Und mein Zweck, meine Bestimmung sind nach wie vor dieselben. Das Ende ist nahe zu Lamin. Wir können uns nicht mehr aussuchen, zimperlich zu sein. Vor allem können wir nicht darauf warten, dass die Götter uns irgendeine Art von Anweisung geben. Dem stimme ich zu. Trotzdem, ihr wart immer ein harter Mann, Yalan, solange ich euch kannte. Vielleicht wart ihr irgendwann einmal anders, aber das war lange vor meiner Zeit. Ich würde mir oder ich glaube eher euch trotzdem wünschen, dass ihr einen Teil dessen zurückgewinnt, was ihr damals verloren habt. Wisst ihr, ich denke nicht, dass ihr von Lucan Quesada wissen wolltet, wie er einer der größten Schwertmeister Aventuriens sein kann, obwohl er versehrt ist. Nein. Ihr wolltet wissen, wie ihr es ihm gleich tun könnt. Selbstverständlich will ich das. Das will ich immer noch, auch wenn er mir natürlich keine gute Antwort gab. Ich weiß nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob es eine gute Antwort war. Ich denke, es war die beste Antwort, aber nicht für euch. Ihr natürlich nicht. Was soll ich damit anfangen? Soll ich jetzt für einmal alle meine Bekenntnisse ablegen und mich zu Boron zuwenden? Ich sterbe schon früh genug. Kann ich dann noch tun? Ich denke nicht, dass es um Boron geht. Ich denke, wenn ihr eure alte Stärke wiedererlangen wollt, müsst ihr lernen, wieder zu vertrauen. In Götter, in euch selbst und in andere. Meine Hand ist fort zu Lamin. Und sie kommt auch nie wieder. Einzige, was ich tun kann, ist den billigen Versuch zu unternehmen, dafür zu kompensieren. Wie gesagt, ich denke, Lucan Quesada gab die richtige Antwort. Doch nicht die richtige Antwort für euch. Aber wenn ihr möchtet, ich biete euch etwas Konkreteres an. Ich habe gegen Lucan Quesada gekämpft. Und ich habe viel aus diesem Kampf gelernt. Recht weiter. Nun, manchmal wünschte ich, unsere Rollen wären am Tag der Blutspiele vertauscht gewesen und ihr hättet an meiner Stelle gegen Lucan Quesada gekämpft. Dann hättet ihr vielleicht die Antwort gefunden, die ihr suchtet. Denn eure Antwort besteht nicht aus Worten. Ihr hättet so viel von ihm lernen können. Wie gesagt, es ist ein schwacher Ersatz. Aber ich biete euch an, das weiterzugeben, was ich glaube, verstanden zu haben, als ich gegen ihn gekämpft habe. Vielleicht hilft euch das. Vielleicht. Ein Versuch kann es wohl nur wert sein. Es war ein merkwürdiger Kampf. Ich gestehe, ich habe ein wenig ein schlechtes Gewissen deswegen. Er war mir überlegen. Also habe ich zugeschlagen, wann immer sich die Gelegenheit ergab. Meine Klinge trank sein Blut, aber er hat mich nur entwaffnet. Wieder und wieder. Und am Ende war er halb tot und ich nahezu unversehrt. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Haben wir jemals gefochten? Nein, oder? Ich denke nicht. Der Mann ist blind. Und so wie ich es verstehe, lernte er erst zu kämpfen, nachdem er erblindete. Ihr könnt euch auf so jemanden nicht vorbereiten und ihr könnt nicht erwarten, was er tut, denn was auch immer er tut, ist so anders dessen, als ihr vielleicht gewohnt seid, dass er so unvorhersehbar ist. Er ist ein bisschen wie jemandem, der mit der linken Hand ankommt. Ihr müsst im Ganzen umdenken. Nur halt, dass dieser immer noch sehend ist und wie ein Sehender kämpft. Ja, er hat versucht, das zu erklären, mit dem, was er hört,
mit dem, was er riecht und wie es ihm hilft. Aber ich denke, diese Dinge kann man nicht erklären. Aber ich denke, es ist möglich, dass sich Lucan Kessinas Feinde zum Teil selbst besiegen. Ja. Vielleicht braucht es einen Blinden, um einen Blinden zu schlagen. Vielleicht hätte ich die Augen schließen sollen und wäre erfolgreicher gewesen. Möglicherweise. Er vertraut vollkommen darauf, dass Boron seine Hand führt und seine Klinge ihr Ziel finden wird. Mein Vertrauen in Raja ist ähnlich, aber ich habe ihn nicht wirklich als Feind gesehen. Ich denke, es wäre etwas anderes, gegen einen Paktierer zu kämpfen. Wir müssen jedes Duell mit der Gewissheit gehen, dass es nicht euer letztes ist. Wenn ihr das nicht könnt, nun wird euch irgendwann jemand überraschen. In dem Moment, in dem man überrascht wird, ist es bereits zu spät. Ulamin nickt. Nun, ich denke, heute ist nicht der Tag, aber vielleicht sollten wir das Versäumnis nachholen und einmal miteinander kämpfen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Sollten wir. Ich hoffe, dass ich dabei nicht aussehe wie ein alternder Rondra-Gewalter, der nur noch einen Arm hat. Hättet man meinen... Ich war gerade, als würde ich mich an etwas erinnern. Ich wollte euch von irgendwem erzählen. Einem Rondrianer, den ihr kanntet? Ich... So wichtig wird es schon nicht sein. Ja, dann schüttelt den Kopf. Ich denke, ihr geht wohl besser, bevor aber mir noch merkt, dass wir den guten Boss Bahania angerührt haben. Und damit stürzt er dann auch seinen halben Becher oder was er eingegossen hat weg. Ulamin prostet dir zu und tut es dir mit einem Zwinkern gleich. Nun dann, wir sehen uns beim Abendessen. Ich hoffe es doch. Aber mir, hast du noch irgendwas vor? Ich stehe auf dem Oberdeck beim Rudergänger, beim Steuermann, und schaue über die Reling Steuerbord und denke über die Ereignisse der letzten Stunden, der letzten Tage nach. Hey Mann, Kapitän Mann, du siehst nachdenklich aus, Mann. Ja, was ist? Kann ich dir helfen, Mann? Ich bin nicht sicher. Bist du Götter? 12 Götter, glaube ich. Was du wissen willst, Mann. Ich will wissen, ob du 12 Götter, glaube ich, bist. Also, ich kenne Oberan und ich kenne auch alle 12 Mann, aber... Ich glaube an Nefert, wenn das mein Hauptgott ist, Mann. Nun gut, zumindest glaubst du an einen Gott, das ist schon... Und Arvis, Mann. Arvis auch wichtiger Gott, Mann. Aber Arvis ist nicht von 12. Wie wird sagen über Effert? Was soll ich sagen über Effert, Mann? Nun, ihr habt doch mit Sagen und Legenden, wie ihr zu Oberan gekommen seid, wie ihr zu Effert gekommen seid, wie er sich euch offenbart hat. Ich bin gläubig, Mann, aber ich kein Priester. Wie ist Gott von Praios zu dir gekommen, Mann? Er ist nicht zu mir gekommen, er ist da. Aber wie hat er die Welt geschaffen? Nun, nach dem 12 Götter Vadimikum schuf los die 12, indem er Sumu tötete. Oder muss los, Mann. Aus den ersten 12 Tropfen entstanden die 12 Götter. Das ist ja bekannt, oder? Ja, das habe ich schon gehört, Mann, aber das hat ja nichts mit uns zu tun. Mann. Nun, du lebst auf Sumu, nicht wahr? Auf ihrem sterbenden Leib. Das ist Aventurien, Mann. Nun, so könnte man es auch sehen. Nun, wie soll ich es erklären? Kapok wollte einfach nur wissen, ob ich dir irgendwie helfen kann, Mann. Du siehst nachdenklich aus. Ja. Nun, ich fürchte, in dieser Angelegenheit kannst du mir nicht helfen. Aber danke für deine Nachfrage. Klopf sie so auf die Schulter. Ich sinniere weiter nach über die
die Namen der fremden Götter, die mir in den letzten Stunden, Tagen, nun ja, zu Ohren kamen, über Akansin, über Sindayu. Sindayu, Nanurta, Shinxirit, Siraku, Ateji, Oyosombri, Minoru und Akansin, mit der Sonne gelost. Und wie sie in mein Pantheon passen, in mein Weltbild passen und was sich daraus ergibt. Und einige Namen klingen ähnlich wie ein Name, den ich schon einmal in einem, nun ja, nicht verborgenen oder verbotenen, aber doch einen versteckten Buch gelesen habe aus langer vergessener Zeit. Und ich frage mich, ob es wirklich nur 12 Götter gibt oder was uns die Geweihten erzählt haben, was ich überhaupt verstanden habe damals, was ich gelernt habe, was richtig ist. Würfel mal auf der, Geschichtswissen. Ich hinterfrage gerade mein gesamtes Weltbild ein bisschen. Geschichtswissen plus 18. Oh, ja. Ich bin da echt schlecht drin. Ja, Sagen und Legende oder Götter und Kulte geht auch, aber... Sagen, Legende, egal. Sagen, trotzdem plus 18. Geht. Alles klar, das mache ich. Immerhin, das ist deine Historie, die horasische Historie. Das reicht.